Herzlich willkommen, wie ihr es schon seht, zocken wir heute The Division, und zwar die Beta, die jetzt gestartet ist am heutigen Tage um 13 Uhr weltweit gleichzeitig. Wir haben ja gedacht, wir können uns per VPN noch... Das war überall auf der Welt 13 Uhr zur gleichen Zeit. Nein, hier in Deutschland 13 Uhr, wie ihr merkt, ist der Stur- und Merkerkopf Petty wieder mit am Start. Und wir wischen. Ja, wir wischen. Und zwar die Fenster rein. Felix ist mit an Bord, wie ihr schon mitgekriegt habt. Einen vierten haben wir noch nicht rangekriegt. Annika hat leider zu tun. Die hätte sonst ebenfalls mitgemacht. Die hat auch einen Beta-Key. Annika hat leider zu tun, Mann. Die muss wieder saufen gehen. Die ist auf einer Hochzeit. Was will man machen? Ja, sag ich doch. Ja, und wie ihr seht, wir sind im Menü. Und ich würde sagen, wir fangen gleich ein neues Spiel an. Ich spiele übrigens wirklich blind. Ich habe noch nichts gespielt, nichts gar nichts. Also was heißt blind, bis auf das, was ich im Internet und irgendwelchen Videos gesehen habe. Aber ansonsten habe ich keinen Plan, was hier passiert, wie was geht, wie ich was machen muss. Laut Erzählungen, hier kommt die Charaktereinstellung. Wir nehmen natürlich einen Mann. Laut Erzählungen soll wohl ungefähr Beta-Content 2 bis 3 Stunden sein, je nachdem, wie man spielt. Ja, der gefällt mir doch schon ganz gut. Den nehmen wir so. Ich habe halt 8 Stunden gespielt, Digga. Ja, ja, er meint ja mit dem normalen Content. Ach so, ja. Der ist wirklich nicht groß. Ja. Hey, halten Sie durch! Kleine Cutscene. Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Maske mit einem Schussloch drin? Das wird wieder. Hey, das wird sie gewesen sein. Besser als mir. Ah. Shit. Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen das gleich auf der rechten Seite sehen. Oh. Please help. Oh, da ein riesen Auffanglager da, oder was? Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, 2 Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue ihm. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Okay, die beiden kennen sich anscheinend nicht. In New York sind wir, wie ihr seht. Ja, und das Willkommen Ganze spielt... Keine Ahnung, was sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück, Sie werden es brauchen. Mein Charakter erinnert mich ein bisschen an Last of Us, muss ich sagen. So, und hier sind wir schon. Ein neuer Agent tritt Ihrem Team bei. Wer tritt hier wem bei? Ein Agent hat Ihr Team Dazu verlassen. Kann ich mal sagen, der Quartiermeister ist Ihr Mann. Unter der Map direkt am Tor. Weil ich dem Spiel in der Cutscene beigetreten bin. Das ich falle gerade unter New York. Ich habe schon die Meldung gekriegt, außerhalb des spielbaren Bereiches. Also das Spiel spielt während der Black Fridays und da ist halt ein waffenfähiger Virus ausgebrochen in New York. Und der sucht halt New York jetzt heim. Und wir sind einer von The Division, quasi eine Art Team, was diesen Virus hier oder zumindest die Belagerung hier bekämpfen soll. So viel weiß ich zurzeit. Vor uns sehen wir Patty. Wir starten übrigens mit Level 4. Oh, du quatschst ja im Spiel. Echt? Ja. Muss ich da was? Ja, kannst du ausstellen. Beim musst Audio. Du Push-to-Talk anmachen. Oder Audio of Voice ausstellen. Einfach ein Mikrofon ausmachen. Bei... Escape und unten rechts Einstellungen. Und dann gehst du auf Audio. Oder Sprache. Hier, Mikrofon aktiv. Ton stumm schalten, wenn der Fokus wechselt. Ein neuer Agent einfach hat ganz unten Mikrofon ausstellen. Ach da, bei Audio, Nein. Mikrofon okay, okay, aktiv. Okay, haben wir. Sieht es aus, ja? Ja. Jetzt. Supi. Wir haben jeweils eine Waffe, die ich nicht ziehen kann anscheinend. Noch nicht. Ja, und wie gesagt, die anderen Bengals haben ja schön den Tag genutzt, während Steffen arbeiten war. Ich um bin schon aber mal hier auch Level 4. Ja, die fangen jetzt
Ich nicht. Patty fängt zumindest jetzt neu an mit uns. Ich bin nämlich fast Level 9. Was, Patty, wie sieht Patty aus? Kann man hier zoomen eigentlich irgendwie so ein bisschen, die Grafik? Nein. Okay. Kannst du. Unsere erste Mission ist, die Operationsbasis einzurichten. Sprinten ist immer auf Schiff, das ist schon mal nicht schlecht. Und hier wird anscheinend dekontaminiert, würde ich mal sagen. Ja, wird aber nicht. Kannst immer durchlaufen. Was ist das denn? Passiert nichts. Wir sind rein, wir sind sauber. Ja, wie ihr seht, die Leute sind auch schon ermüdet und ermattet, dass sie sich ihre Anzüge tragen. Also ich muss sagen, er hat den anspruchsvollsten Job hier. Er baut hier wirklich 8 Stunden am Tag diese Lampe auf. Also da würde mir der Arm irgendwann abfallen, Alter. Er macht eine Pause und dann macht er gleich weiter. Du, das ist ein wichtiger Job. Das muss halt hell sein. Oh, wir müssen weitergehen. Ach so, wir müssen weitergehen, sagt er. Okay. Wir müssen weiter. Wir dürfen ihm beim Lampenbau nicht zugucken. Das ist ein Staatsgeheimnis. Ja. Das ist Closed Routes, Supply Line Number 1. Oh, hat der eine schöne Jacke. Eine weiße. Oh, die ist ja cool. Das stimmt. Sind andere Spieler hier? Ja. Alles andere Spieler. Echt? Also wir spielen jetzt schon gleich, obwohl das mein Spiel ist, auf einem Server, wo schon andere Leute rumrennen. Nur in dieser Zone hier und in der Dark Zone. Ansonsten bist du völlig allein oder mit deiner Gruppe und in der. Ansonsten bist du halt nur mit deiner Gruppe unterwegs oder allein. Okay, also ist quasi hier so eine Handelszone eher hier so, oder was? Genau. Genau, Handelszone. Kann ich jetzt hier schon was holen? Bring mir das was? Nö, ne? Du hast doch gar kein Geld. Aber auffüllen ist kostenlos, oder was? Du kannst vorne, wenn wir jetzt weitergehen, da ist ein Schlagbrett, da kannst du dir neue Aufträge holen und noch ein paar extra Missionen, die da wir dann abarbeiten können. Hier ist Kommandozentrale. Ja, das hat Kopfgeld. Man kann Kopfgelder, okay. Hier stehen die Bauarbeiter, wie man es kennt, im Kreise. Und keiner macht was. Die Funkstation haben wir hier. So, und da vorne rechts ist das Schlagbrett. Was ist das hier? Lager öffnen? Das ist dein Lager. Da ist quasi so eine Art Global Inventory. Da kommt automatisch alles, was aus der Dark Zone ausgeflogen wird, rein. Cool. Und alles, was du ablegst. Ja, wie kann ich hier zugreifen? F. Mit F. Passiert nichts. Dann lädt er. Der drückt halt. Weil ich das schon geladen habe vielleicht? Ja, also ich kann den nicht machen. Dann ist das bei Ignition. So, dann wollen wir mal hier ins Lager rein. Ich bin drin. Wir gehen jetzt raus, Steffen. Wir gehen raus, erstmal, ja. Wir müssen erstmal unser Lager befreien. Okay. Ellen begeben sich zum Fenster, Fähigkeiten und Fertigkeit anzulegen. Genau, drück mal I. Escape. Ihnen stehen Fertigkeiten zur Verfügung. Okay, Werkzeugkasten können wir diese erweitern. So, eine Fertigkeit. Gibt's nur die eine? Nee, drei. Gibt kann drei ich anfangs okay. Und eine später. Du kannst aber alle ausbauen, also ist egal. Dann würde ich erstmal hier die erste machen. Die legen wir uns auf E. So, haben wir schon, oder? Geht ja nur die eine. Nav-Granate auszurüsten, ist klar. Mit der Maus um zu zielen und linke Maustaste um zu schießen. Okay. Was ist denn das hier eigentlich? Die stehen hier alle an, ja? Ja, die wollen evakuiert werden. Krass. Ganz schön kalt, wa? Und warum habt ihr eine coole Mützen auf und ich muss hier am Ohren frieren? Ja, wie die schon gefunden haben. Ja, ist ja frech. So, jetzt zeig hier die Waffe, ja? Ja. So, Pistole auf der 1 ist... Ich bin froh, dass du mit 2 so einen erfahrenen Agenten unterwegs bist. Die MP und 3 ist Pistole. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Also bis jetzt, muss ich sagen, läuft eigentlich ganz stabil. Aber gut, wir haben noch nicht groß an Explosionen etc. etc. gemacht. Ich spiele mir jetzt auf Ultra-Settings. Also ist wirklich alles an, was angeht. Und habe jetzt um die 40 Frames. Also ist ganz ordentlich. Komischerweise haben sie heute alle erzählt, dass Ultra-Settings gar nicht geht in der Demo. Naja, die Settings, die haben halt... Es steht zumindest Ultra da in dem Setting. Deckung springen. Steuerung gedrückt lassen. Wählen Sie laufen. Was? Wählen Sie auf eine Deckung laufen, um zu springen. Was man auch machen kann, ist, du kannst den im Menü einen Parkour-Modus anmachen und dann läufst du automatisch über Ziele, auf die du zuläufst, rüber. Achso, also wenn ich an der Deckung dran bin und ich Steuerung drücke, springt er rüber. Ah, okay. Hier, das ist jetzt nur meine Area, ja? Hier ist kein anderer. Nur wir, deine Gruppe. Nur wir, okay. Ja, die Atmosphäre ist schon cool, muss ich sagen. Also mit dem Schnee hier und dem... Ich sehe von euch auch gar nicht mehr außer euren Namen. Ja. Ach, hier sind auch schon Gegner und so, ja? Nee, Babu ist ein Zivilist. Du tötest sie. Ah, nein, ja. Die kannst du nicht töten.
Manche kannst du auf die zugehen und die fragen dich, dann kannst du den Medikits oder Nahrung Essen geben. Dann kriegst du Erfahrungspunkte. Kriegst Erfahrungspunkte und du kriegst diese Klamotten, die du anziehen kannst, also die Aussehensklamotten, also genau. Diese Mützen, die wir jetzt aufhaben, zum Beispiel, die du angesprochen hast. Ja. Das, also diese kosmetischen Items kriegst du von denen halt. Findest du aber auch hier unten Schränken und so. Ich muss ja sagen, ich finde ja schon wieder. Oh, was war denn das? Na hier. Ach, hier so ein. Ah, ein Schnellmenü. Okay, okay. Meiner eigentlich den Weihnachtsmann hier mit Musik. Ach, gucke. Und die Leiche liegt im Mülleimer. Ach Mensch, ist das schön. Schön hier. Und der Coca-Cola-Truck ist auch in Town. Nein, das ist kein Coca-Cola. Das ist Taste. Ja, ja, ja. Taste. Aber die Anlehnung ist schon. Ja, natürlich. Holidays is coming. Holidays. Aber ich muss sagen, das ist jetzt echt das beschissenste Wetter, was man haben kann. Ihr habt das Nacht und Schnee. Und Schnee halt ist und scheiße. Nebel. Und Nebel. Das weil man denn so viel sieht, aber ich finde es trotzdem atmosphärisch. Also ist das. Wir haben jetzt einen Kampf voraus, Leute. Also ich habe leider. Ich weiß es ja. Kann mal Steffen kann ein bisschen kämpfen. Steffen, wir haben jetzt einen Kampf. Ein bisschen zurück. Sie sehen aus wie Zombies, die hier sind. Oh, ist natürlich für den Fang. Wetter und Sprüche. Oh, scheiße. Schuss durch leichte Waffen. Von wo? Sickle. Die Grünen sind Freunde, ja? Ja. Ja. Kannst du auch mit Leertaste den Falken zu decken? Du redest im Spiel, Felix. Oh. Oh. Oh, fuck. Ah! Ich sehe überhaupt niemanden, ne? Ich sehe nur diese rote Scheiße. Reicht ja auch wieder, das war zum Loot zum Looten gefallen. Kann die schön dreimal durch meine Schusslinie laufen? So, wie war Haftgranaten da hinten? Nee, hab ich gar nicht. Ja. Nee, doch, Handgranaten. So, wir sollten mal hier uns ein bisschen fortbewegen. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Lassen die Loot fallen eigentlich? Ja, das sind ja grünen Säulen. Oder weiße. Oder weiße oder blaue. Rote, blaue, ja. Wirklich grün dann? Was war denn bitte? Gute Frage. Was war denn bitte? Irgendwas war es. Was ist denn Luft geflogen? Hat er das gleich angelegt jetzt, was ich gefunden habe? Nee, Escape. Nein. Musst du dann machen. Mit I, Inventar. Inventar? Nee, da ist nichts. Was guckt ihr da? Ihr guckt ja nur auf den Rüstungswert, richtig? Bei den Menschen nee. Zum Beispiel? Ja, nee. Gibt ja auch noch andere Sachen. Da gibt's Sachen. Noch andere Sachen. Da gibt's zum Beispiel welche, die machen deine primäre Schaden pro Sekunde hoch. Das ist dieses Dreiecksymbol. Das andere macht deinen Health hoch und die anderen machen deine Elektronik, deine Fertigkeitenstärke hoch. Danach und, musst du auch gucken. Ja, und dann gibt's halt noch meine, zum Beispiel meine Handschuhe. Eine machen Pistolenschaden plus und die anderen machen LMG-Schaden plus. Also ist halt. Ich habe kein LMG. Also ich habe jetzt einen Griff gefunden. Hier steht, ein Mod wird angelegt, den man im Objekt mit dem Modplatz auswählt und F drückt. Ja, du musstest, dafür brauchst du erstmal eine Waffe, da gehst du ruf und dann kannst du das anlegen dort. Also jetzt in meiner M4 quasi? Ja. Aber da vielleicht kannst du das in deiner Basis erstmal machen, dass wir hier weiter. Ne, klick den gleich mal an, so, jetzt habe ich ihn dran. Gut. So einen Spielfluss hier hast. Ne, das will man ja trotzdem sehen. Und dann wird die jetzt quasi auch genauer, denn ja? Zentrale? Nee, du Division kriegst halt Attribute, die, bevollmächtigt und autorisiert da hast du nicht so einen hohen Ausschlagkraft, du hast eine Schalldämpfer, senken die Bedrohung und so weiter. Wer sie auch sind, sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was sie haben. Wie kommen sie in meinen Funk? Wir retten ihnen den Arsch, aber passen sie auf, dass sie auf keinen schießen, der ihnen helfen will. Ende. Ach, so unglaublich laut gewesen, dass ich jetzt erstmal nochmal abändern musste. Weil sonst hört man euch wahrscheinlich später nicht. Und ich muss euch ja irgendwie hören. Ich hab mal übelst wichtig erzählt, du hast das nicht gehört. Was denn? Ist egal. Ja, ja, ist klar. So, da sind wieder Gegner, richtig? Yep.
Oh, ich werde mal mein Schild schnell rausholen. Wenn ich jetzt schnell tauschen kann. Oh, was war das? So, Steffen. Kannst du mal, ich hab jetzt hier ein Schild. Da kann man jetzt mal hinterher rücken. Wo bist du? Ja, guck mal, ich bin der Typ hier. Ja, ja, ich hab, ich hab. Irgendwie schießen die von links. Wo sehe ich meine Gesundheit eigentlich? Oh, hier haben wir den goldenen, hier haben wir einen speziellen. Gesundheit sind die drei Balken rechts in deiner Munitionsanzeige. Ah, da. Okay, dann habe ich jetzt, was war Medikit nehmen? Irgendwie C oder so? V. V. Irgendwie klingt der Sound so komisch. Das hat Pizmeet auch irgendwie erzählt. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Vielleicht klingt es jetzt besser. Es war ja Heimkino eingestellt. Wie sieht nicht? Mal gucken. Wo seid ihr? Ihr seid drin. Hier, du musst jetzt hier rein unten. Komm zu mir. Warte mal, hier ist noch Loot, sehe ich gerade. Kannst du noch kurz die Base zeigen, bevor wir den ersten Part beenden? Was beenden? Ich beende hier. So, ich habe eine Wächtermaske gekriegt. Ist da noch irgendwo Loot? Da liegt noch was Grünes. Dem Imba-Gegner quasi. Gut, haben wir alles. Alles klar, drin, ja. Postamt. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Vielleicht ist es deren Dekontamination schon, wenn du durch diese komischen Duschdinger da durchläufst hier. Ja, an dieser Basis, ja. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Okay, also. Kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Also wie ich sehe, überflutet unser HUD gerade mit Missionen und Daten und schieß mich tot und was auch immer. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Okay, den können wir wahrscheinlich erst hochfahren, wenn wir Mr. Benitez besorgt haben. Hier ist unsere Munitionskiste. Also bin ich der Einzige, der den Sound so komisch findet? Nein, der ist noch merkwürdig in Hallen und so. Der wollte gerade sagen, der klingt extremst weit weg, als wenn da irgendeiner so 20 Meter in so einer großen Tonhalle mit den Schuhen hin und her schaut. So, dann würde ich sagen, als erstes starten wir quasi... Ach nee, warte mal, erst jeden Flügel untersuchen. Einsatzbericht anfordern. Na, dann gucken wir mal. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Plus Kraftwerk ist keine gute Mischung. Ich bin nur halb froh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Super, finde ich gut, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Ist unsere Medizin? Der medizinische Flügel genau. Ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns.
Ja, das ist doch schön. So, und der dritte Flügel ist da oben irgendwo. Hey, hört ihr noch irgendwas? Belohnungshändler. Ja, das ist aber schön. Wie geht's denn hier hoch, wenn ich fragen darf? Ist irgendwo eine Treppe nach oben? Ach, da. Ah, schon vorbeigelaufen. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Okay, gut, wir haben uns... Ach, was meint ihr mit untersuchen? Muss man auf den Rechner tippen, dass das für untersuchen gilt? Ja, bestimmt. Ja, ja. Oh, das ist dämlich. Gut, da muss ich unten auch nochmal auf den Tasten rumklimpern, auf der schönen Chiclet-Tastatur. Im Medizinbereich und dann haben wir das. So, haben wir. Neues Ziel, Fei Lau am Eingang treffen. Ja, dann machen wir das doch. Nee, du kannst erstmal deine anderen machen. Du müsstest einen anderen Einsatz noch haben. Die erste Mission. Ich hab jetzt hier die Katzi mit Fei Lau. Achso, ja, das, ja, genau, das kommt jetzt. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen Sie mich gehen. So. Ziel erfüllt, Einsatz abgeschlossen. Ich würde sagen, mit Abschluss dieser tollen Mission und die Erkundung unserer neuen tollen Basis, die wir jetzt wahrscheinlich nach und nach aufrüsten müssen, beenden wir mal unseren ersten Part und wir sehen uns dann bald wieder mit dem nächsten Part von The Division, die Beta. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis später, Beta. Yeah.